Herzlich willkommen beim ersten Schlagabtausch-Ticker des Monats Dezember 2024, eurer zentralen Anlaufstelle für aktuelle News aus der Schlagzeug- und Percussion-Welt. In dieser Ausgabe haben wir wieder einige spannende Neuigkeiten für euch. Ein wunderbares Event in der Schlagzeugwelt steht bevor, bei dem ihr euch auf einige inspirierende Performances freuen dürft. Neue Produkte eröffnen interessante Möglichkeiten für das Schlagzeugspiel. Leider darf auch ein Blick auf einen prägenden Musiker und seine Hinterlassenschaft nicht fehlen. Ein Verlust, der die Schlagzeugszene bewegt hat. Und wer neugierig auf frische Inspiration ist, sollte nicht verpassen, bei unserem neuen Gewinnspiel mitzumachen. Klickt rein, hört euch die neuesten News an. Hier gibt es einiges zu entdecken. Los geht's! Veranstaltungen. Am Sonntag, den 15. Dezember 2024, öffnet das Auditorium der Jazz- und Rockschulen Freiburg seine Türen für ein ganz tolles Trommel-Event, den Freiburg Drum Day. Von 16 Uhr bis 20 Uhr erwarten euch inspirierende Drum-Workshops, die euch die Vielfalt der Schlagzeug-, Schlagwerk- und Percussion-Welt näher bringen. Präsentiert von einigen der renommiertesten Künstlerinnen und Künstler der hiesigen Szene. Annika Nilles, eine der führenden Schlagzeugerinnen weltweit, beeindruckt mit ihrer Mischung aus Jazz, Funk und progressiven Elementen. Murat Joshgun, Meister der Rahmentrommel, verbindet fließend orientalische und westliche Musiktraditionen. Leonie Klein, die wir auch schon in unserem Podcast als Interviewgast hatten, ist eine Spezialistin auf dem Gebiet der neuen Musik und zaubert immer wieder beeindruckende Schlagwerk-Performances auf allerhöchstem Niveau aus ihrem reichhaltigen Repertoire. Marie Bechtolf ist Percussionistin und inspiriert mit ihrer Vielfalt und dem regionalen Fokus. Patrick Bernhard, Drummer der Band Chaos Bay, vereint Metal und modernen Hardrock. Und Max Büttner und Alex Böke-Bökelund, Netzwerker für Percussion Kreativ und Drummer mit regionalen Wurzeln, sorgen für den lokalen Touch. Die Tickets kosten im Standardtarif 25 Euro, vergünstigt für Percussion-Kreativmitglieder 23 Euro und für Schülerinnen und Schüler 15 Euro. Freut euch an diesem Tag auf Performances voller Kreativität und Leidenschaft. Egal, ob Schlagzeug, Neuling, Profi, hier ist für jeden etwas dabei. Reist nach Freiburg im Breisgau und lasst euch inspirieren. Der Link zum Event steht in den Shownotes. Aktuelle News. Die Musikszene trauert um Bob Breyer, den ehemaligen Drummer von My Chemical Romance, der im Alter von nur 44 Jahren in seinem Zuhause in Tennessee von uns gegangen ist. Bekannt wurde Breyer, als er 2004 den Platz des ursprünglichen Schlagzeugers von My Chemical Romance übernahm. Mit seinem Spiel prägte er Alben wie The Black Parade aus dem Jahr 2006, das als Meilenstein des modernen Rock gilt. Breyer begann seine Karriere jedoch gar nicht als Schlagzeuger, sondern als Tontechniker und traf die Band My Chemical Romance während einer gemeinsamen Tour. Seine musikalische Handschrift findet sich nicht nur auf Studioaufnahmen, sondern auch in den energiegeladenen Live-Performances der Band. Nach seinem Ausstieg 2010 widmete er sich anderen Projekten, darunter dem Tierschutz, bevor er sich aus der Musikindustrie komplett zurückzog und eine Karriere in der Immobilienbranche begann. Sein Schlagzeugspiel war geprägt von Präzision und Emotion, was ihm eine besondere Stellung in der Band und der Musikszene verschaffte. Besonders bemerkenswert seine Mitwirkung an Konzeptalben wie Danger Days und seine enge Verbindung zur My Chemical Romance Fangemeinde, die ihn bis zuletzt als prägendes Bandmitglied ansah. Mit Bob Breyer verliert die Welt nicht nur einen einflussreichen Musiker, sondern auch einen engagierten Menschen, der sich leidenschaftlich für Tiere und soziale Projekte einsetzte. Sein Tod ist auch an uns alle eine Einladung, sein Schaffen erneut zu entdecken und zu würdigen. Aktuelle News. In Folge 101 des Schlagabtausch-Podcasts hatten wir Robert Brenner zu Gast. Wer Robert nun noch etwas besser kennenlernen möchte, der hat ab dem 13. Dezember auf dem YouTube-Kanal von Anselm Wild die Möglichkeit. Anselm hat in einem Videointerview mit Robert so einiges festgehalten und das Besondere, man kann Robert auch trommeln sehen. Hier ein kleiner Teaser. Ja, hallo, meine Lieben. Hier ist wieder Anselm und sendet in die Kanäle und Kabel dieser Welt. Und es ist hier kein geringerer, ein lieber Freund geworden. Und hier ist Robert
Kremmer. Da, 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 da. Da gibt's wieder Applaus. Mensch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Das ist toll, dass es geklappt hat. Ja. Den Link zu Anselms YouTube-Kanal findet ihr in den Shownotes. Ein Besuch seines Kanals lohnt sich absolut, nicht nur für den Robert. Firmen-News. Ob am Drumset, der Cajon oder an anderen zu schlagenden Instrumenten, der neue Rohema Straw Brush Flat eröffnet spannende Möglichkeiten für kreative Köpfe. Dieser innovative Besen verbindet traditionelles Handwerk mit modernen Komponenten und ist eine echte Option für alle, die neue Wege in ihrem Spiel erkunden wollen. Gefertigt aus robuster europäischer Sorghumhirse zeichnen sich die Flat Brushes durch ihre leichte Kopflastigkeit und ein gutes Rebound-Verhalten aus. Das Material bietet eine interessante Klangfarbe, weniger Attack als beispielsweise bei Hot Rods, aber mehr Volumen als bei klassischen Metallbesen. Besonders auffällig ist die breite, aufgefächerte Aufschlagsfläche, die für markante, schmatzende Sounds sorgt. Der schmale, gummierte Bro-Grip-Griff soll angenehm in der Hand liegen und für ein komfortables Spielgefühl sorgen. Mit einer Länge von 360 mm und einem Durchmesser von 21 mm bringen sie ein Design made in Germany mit. Die UVP liegt bei 26,91 Euro, Stand Dezember 2024. Probiert die Römer Flat Brushes aus und bringt frischen Wind in eure Musik. Viel Spaß damit! Firmen-News. Die Firma Zildjian hat was Neues für euch und diesmal ist es gar kein Becken. Die Zildjian Alchem E-Perfect Tune-Over-Ear-Kopfhörer sind schon seit September 2024 erhältlich und verbinden modernes Design, smarte Technologie und eine ausgezeichnete Klangqualität. Durch die zugehörige App, die mit iOS und Android kompatibel ist, können die Kopfhörer individuell an das Hörempfinden des Nutzenden angepasst werden. Zusätzlich ermöglicht die App umfassende EQ-Einstellungen. Die Active Noise Cancellation ist in zwei Stufen verfügbar und unterstützt eine störungsfreie Nutzung in verschiedenen Umgebungen. Die Kopfhörer können kabellos über Bluetooth oder kabelgebunden über den AUX-Eingang verwendet werden. Der integrierte Akku bietet eine Laufzeit von stolzen 45 Stunden bei aktivierter Geräuschunterdrückung. Zum Lieferumfang gehören ein Silikon-Softcase, ein Klinkenkabel, ein Adapter sowie ein USB-C-Ladekabel. Die Konstruktion hat ein geschlossenes Over-Ear-Design mit einer Treibergröße von 40 mm und einem Frequenzbereich von 8 Hz bis 40 kHz. Die Kopfhörer wiegen gerade mal 357 Gramm, verfügen über austauschbare Polster und sind in drei Farben erhältlich. Die Zildjian Alchem E-Perfect Tune-Kopfhörer bieten eine flexible Nutzung für Musikerinnen, Musiker und andere Anwenderinnen und Anwender. Der Preis liegt aktuell Stand Dezember 2024 bei knapp 400 Euro. Nachdem wir unser Gewinnspiel der Beyer Dynamic Kopfhörer abgeschlossen haben, folgt direkt die nächste Gewinnchance. Dieses Mal geht es um drei Exemplare von Rico Horbers Buch 99 Licks for the Modern Drummer. Ein Werk voller Inspiration von kreativen Fill-Ins bis zu Solo-Ideen für Anfängerinnen und Anfänger, Profis und alle dazwischen. Macht mit und bringt euer Drumming auf das nächste Level. So kannst du mitmachen. Beantworte die folgenden drei Fragen. Erstens, aus welchem Land kommt der Autor Rico Horber? Zweitens, wie viele Seiten hat das Buch? Und drittens, in welchem Schlagabtausch-Ticker hat Dirk das Buch bereits vorgestellt? Schicke deine richtigen Antworten bis zum 31. Dezember 2024 an unsere E-Mail-Adresse schlagabtauschpodcast@gmail.com. Ganz wichtig, unter allen Einsendungen mit den richtigen Antworten verlosen wir das Buch im Januar. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Nutze die Chance und hol dir Inspiration direkt aus den Händen eines erfahrenen Drummers. Viel Erfolg beim Mitmachen. Das war's für diesmal mit dem Schlagabtausch-Ticker. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn Episode 103 des Schlagabtausch-Podcasts veröffentlicht wird. Dirk Brandts und mein Gast in der kommenden Folge wird Professor
Asterix Westphal sein. Seit fast 4 Jahrzehnten ist er selber aktiver Musiker, während er gleichzeitig eine beeindruckende Karriere als Rechtsanwalt und Dozent im Medien- und Musikrecht aufgebaut hat. In unserem Interview sprechen wir mit ihm über seine doppelte Leidenschaft für Musik und Recht, das Urheberrecht, die Herausforderungen moderner Vertragsgestaltung in der Musikindustrie und welche Tipps er Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger mit auf den Weg geben kann. Freut euch also schon auf Episode 103 und einen spannenden Einblick in die Welt zwischen Bühne und Büro. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder Feedback für uns habt, schreibt uns gerne eine E-Mail an schlagabtauschpodcast@gmail.com. Alle Links zum Podcast sowie zu Dirk und mir findet ihr in den Shownotes. Bis dahin, bleibt gesund und munter, habt eine schöne Adventszeit und denkt daran, immer schön im Groove bleiben. Ciao.